Hallöchen, liebe Kunis. Ich habe mir gedacht, ich klemme mir das Intro jetzt mal. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Was geht ab? Wieso haben wir 44 Zuschauer? Was geht denn hier ab? Holy fuck. Sus. Wie geht's euch, liebe Kunis? Einen wunderschönen. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist er, der sexy Pat. Danke, GameTube. Selber sexy. Und das Mikro hört sich gut an. Danke, Schlotti. Ich habe es jetzt gerade mal eben kurz hier dran gedonnert, damit das gleich nicht so umständlich ist mit dem VR-Headset. Jo, wir legen gleich los mit Resi. Ah, das neue Mikro im Test. Genau, jetzt hier die Live-Bewährungsprobe hier quasi. Ich habe schon ein Video bzw. ein Reel dazu gemacht. Das ist so ungewohnt. Ich will die ganze Zeit den hier machen, aber brauche ich ja gar nicht. Was geht? Schön, dass ihr da seid. Bin ein bisschen im Lurky Sachen machen. Alles klar, Schlotti. Mach Sachen. Was machen Sachen? So, ich habe mir erstmal einen schönen Holy hier gemixt. Und ich freue mich darauf, gleich mit Resident Evil 4 in VR loszulegen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe jetzt einfach den aktuellsten Spielstand hier geladen, den ich gefunden habe. Ich hoffe, das ist der richtige. Hallo, sorry für die Verspätung. War noch einkaufen, schreibt die Jen. Jenny, dafür brauchst du dich doch nicht entschuldigen. Wo ist Chris? Der Chris, der kommt gleich. Der ist eben Pipi machen, eine rauchen. Hat er sich verdient nach der anstrengenden Session. Hallöchen, Flo, was geht? Der spielt an sich rum. Könnte auch sein, ja. Junge, ich bin super nervös wegen morgen. Warum das denn, Septi? Wir haben uns doch schon gesehen. Entspann dich. Das soll ein schönes, entspanntes Wochenende werden. Bin mal gespannt, wie Resi 4 VR ist. Super geil, kann ich hier jetzt schon sagen. Mega, mega gut. Kunis, habt ihr schon Scheiß das? Wichser, alle. Scheiße, Wichser, alle. Habt ihr schon das neue Video gesehen, was wir heute rausgehauen haben? Es gibt News oder vermeintliche News, es sind noch Gerüchte, aber halt mit einer sehr starken Quelle, zu Resident Evil 1 Re-Remake. Angeblich soll übernächstes Jahr 2026 zum 30. Geburtstag von Resident Evil 1 ein Re-Remake kommen. Und ich habe euch da mal ein paar News zusammengefasst, also. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Natürlich nicht jetzt. Jetzt streamen wir, aber vielleicht später, wenn ihr wollt. Jo. In VR ist einfach mega. Ich feiere das auch mega krass ab. Das ist richtig, richtig cool. Mein Problem mit der neuen VR, das hatte ich bei der VR1 nicht so sehr gehabt, ist, dass mir relativ schnell so schummerig wird irgendwie. Also mir wird relativ schnell warm und unwohl, das hab ich bei der VR1 überhaupt nicht gehabt. Da hätte ich 8 Stunden am Stück Resi 7 in VR1 zocken können. Das Video habe ich noch nicht gesehen, wird später nachgeholt. Sehr cool, Skydead. Da bin ich 41 Jahre alt, ich werde alt, sagt der Deadpool. Mach dir nichts draus, Deadpool. Das ist weder eine Kunst noch eine Schande. Älter wird jeder. Das macht überhaupt nichts. So, ich kann das schon mal umswitchen auf den anderen Screen. Dann kann ich schon mal ein bisschen Feinjustierung machen, falls denn notwendig. So, Spiele schon geladen. Ich hoffe, aber eigentlich müsste man alles vernünftig hören und so. Wartet mal eben kurz. Ja, okay, Sound ist eingestellt. Also ich hoffe, das läuft. Jetzt höre ich mich selber. Ich glaube, über Chris sein Mikro. Ist ja kurios. Sehr schön. Ja, mit Kamera natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Wenn er drin ist, schalte ich mal um. Perfekt. Guck mal, da Jo. ist er. Ja. Chris, hast du einen schönen Stream gehabt? Ja, Assignment Ada war knackig, aber ich habe es geschafft Ja. und auch unter 2 Stunden, das war toll. Toll, Ja. toll, super toll. Schön toll. Schön toll. Und dann, ja,
Jetzt hatten wir gerade Mercenaries und ich habe nur eine einzige Runde überlebt. Also Mercenaries, das Originale, ist richtig knackig. Nach toll, toll, ja. Super toll. Ich kann mich wirklich daran erinnern, ich war mal gut darin. Ohne Witz jetzt. Ja, wenn ihr das Gefühl wieder haben willst, dann zockt doch einfach Resi 4 Remake Mercenaries. Das war mir zu einfach. Ich habe da reingespielt eine Stunde, das war einfach... Das war so. Das ist super einfach, ne? Ja, aber es kommt ja so oder so noch im on-stream irgendwann. Ja. Ja. Chris ist etwas leise. Okay, warte, machen wir den Chris doch etwas lauter. Hallo. So, sag mal was. Hallo. Du brauchst nicht schreien, einfach ganz normal sprechen, bitte. Hallo, ich bin Chris. Von Radio Recon. Radio Bacon. Radio Bacon. Ich glaube, so müsste besser sein. Ja, ist besser. 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 Mit dem Messer geht es besser. Okay, Käse, ich knall mir mal eben die VR auf die Birne. Mach das. Ich hoffe, du hast Bock. Hat er. Was hast du gerade gesagt? Ich hoffe, du hast Bock und ich hoffe, dir wird nicht schlecht. Das hoffe ich auch. Also Bock habe ich. Ich bin nur etwas fertig heute vom Tag. Mhm. Aber motiviert bin ich. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hast du jetzt noch ein Video gemacht zu den aktuellen News zu Resi 1? Ja, weil heute neue News rauskamen. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Aber ich hatte während meines Arbeitstages halt überhaupt keine Zeit, da reinzugucken. Ja, dann kann ich dir jetzt empfehlen, schau doch einfach das Video von Radio Raccoon. Wann kommt denn das raus? Es ist schon draußen, heute seit 6 Uhr. Okay. Okay. Dann gut. Muss ich das mal gucken. Krass. Ach, ich liebe es, wenn du Urlaub hast. Ja, ich auch. Und am Ende des Urlaubs denke ich dann immer, Gut für den YouTube-Kanal. Gut für den YouTube-Kanal. Ich hätte jetzt gerne Urlaub. Ach, scheiße. So, wie mache ich denn hier die Schlaufe größer? Das ist ja richtig cakeig. Cakeig. Ich kann die gar nicht größer machen, oder was? Doch. Richtig cake. Let's cake. Put on your brown shoes and dance with me. So. Also, theoretisch. Ich hoffe, es ist... Also, Kunis, sag mal Bescheid, ob alles passt vom Sound und so. Chris, wenn einer was dagegen sagt, dann sag mal Bescheid. Ich mache mir jetzt gerade erstmal den Chat auf. So, jetzt kann ich auch Chat wieder lesen. Sehr schön. Ja, schön, toll. Knall mir nochmal einen Schluck Holy rein. Resi 7 VR war echt nochmal anders geil. Ich bin gespannt. Ich will es mir auch nochmal reinziehen. Marit. Ja. All right. Ja, kann losgehen. Dann hau mal rein. Ich hoffe, das ist der richtige Speicherstand. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil habe ich Resident Evil 4 auf 2 Playstations gleichzeitig angefangen in VR. Echt? Ja. Na, so. Dann hoffe ich mal, dass du die von letztem Mal auch hier hast. Wo ja, hoffe ich da auch. Grade? Warte, ich muss mal kurz die Map öffnen. Was ist denn mein Ziel? Kopf des Gotteslästerers erhalten. Das kommt hin, glaube ich. Ja, ja, du warst beim beim Delago, das haut schon hin, glaube ich. Ja, den Delago habe ich kalt gemacht, der ist jetzt Fujikato. Genau. Okay, dann machen wir nochmal los. Mhm. Mhm. So. Was sagst du denn, Chris? Kommen wir in den Genuss eines Resident Evil 1 Re-Remakes oder ist das Quatsch? So, dass die das machen werden, das war mir von Anfang an klar, dass das passieren wird. Die Frage war halt nur wann. Und ja. Tatsächlich, wenn man es genau bedenkt, März 26 wird die Reihe 30 Jahre alt. Wie könnte man das besser zelebrieren als mit Resident Evil 1 Remake? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das stimmt schon, aber der Fiorelli hat ja auch schon mal gesagt, eigentlich das mit dem, also Capcom hat sich ja nie so wirklich um Anniversaries geschert. Wieso nicht? Da ist ja auch was Wahres dran, ne? Ja, weil wenn du 10 Jahre zurückrechnest jetzt dann, von dem Moment aus zumindest, kam zum 20-jährigen Jubiläum kam, da kam Umbrella Corps raus. Ja, super. Super.
Darauf hat die Welt gewartet. Darauf haben die Welt gewartet. Schon. Die ganze Welt. Alle. Okay. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden hier. Was ist das? Achso, das ist das hier, okay. Habe ich die hier schon letzten. Nee, hä? Hier war ich anscheinend schon. Ich bin mir halt auch echt gar nicht sicher, was ich da jetzt schon abgeklappert habe und was nicht. Genau, hier bin ich hergekommen. Da müssen die Köpfe rein. Ich habe aber noch keinen, oder? Ich gucke gerade in den letzten Stream rein. Auf jeden Fall warst du mit dem Boot heftig unterwegs. Doch, da habe ich doch schon einen Kopf. Und du hast außerdem die Red 9. Du warst doch schon in der Mitte des Sees, also. Ja. Du hast die Red 9 eingesammelt. Die gibt's da ja zu kriegen. So. Also, auf dem Boot. Auf jeden Fall schon mal beruhigend zu wissen, dass du den richtigen, die richtigen Speicherstand geladen hast. Ja, ich darf die PlayStation 5 hier einfach nie wieder wegbewegen. Ja, wäre besser. Dann oder vielleicht einfach mal markieren mit dem Edding so auf die Seite, da ist ja genug Platz. Wie so ein DIN A4-Blatt kannst du da draufschreiben. Resi 4 vor Airstream. Na, oder Pets Playsy, weil die andere gehört der Jen, oder? Ja, aber ja. Das heißt dann auch nicht viel. Also Jen zockt auch auf meiner Playsy ihre Spiele und umgekehrt. Das ist verwirrend. Warum, das ist sehr verwirrend. Was seid denn ihr für Hippies? Warum tut ihr sowas? Legt Fußball, ihr euch oder? Auch, legt ihr euch auch immer auf verschiedene Bettseiten oder was ist los bei euch? Ja, also wenn es warm ist, anfangs nicht und dann später doch. Verstehe schon. Wo ist denn den hier? Titel ändern, ja, das mache ich eben. Ach so, warte, habe ich schon gedingens. Ich muss nur auf Ready klicken. Warte. Bumm. Ist. Alles klar. Alles klar. Wer hat das wieder geschrieben? Was denn? Mit dem Titel ändern. Deadpool. Ach fuck, jetzt krieg ich die Fiorelle da gar nicht rein. Umbrella Corps war doch ein absolut ehrfürchtiger Kniefall vor der Resi-Reihe. Auf jeden Fall, James. Absolut. Es war auf jeden Fall ein Fall. So viel kann man sagen. Wie gesagt, da gehe ich auch mit Herrn Sperlings Meinung konform. Auf einem ironischen Level konnte man damit so seine 10 Stunden Spaß haben und dann war gut. Dann komm, wo wir das mal gestreamt haben, war das schon lustig. Ja, na klar, weil du mich in einer Tour abgeballert hast. Das stimmt. Weil ich halt scheiße spiele. Ich bin halt einfach, ich bin nicht mal ein guter Gamer. Das ist ja das Allerschlimmste bei uns. Mark hat das auch geschrieben. Stream-Titel hat das auch immer. Naja, jetzt passt es aber, oder Leute? Game würde ich nicht ändern, aber nicht den Titel. Alles klar, Septi. Wo krieg ich denn hier nochmal die beiden scheiß Köpfe? Nee, warte mal. Das ist ja hier dieses, war ich hier schon? Da kommen ja die Doggies, wenn man wieder von der Dingens rauskommt. Ah, nee, da war ich noch nicht. What's up, man? Game scheint mir extrem dunkel zu sein. Echt? Ja. Aber vielleicht sehen die anderen das ja anders. 10 Stunden. Ich hatte es nach 2 Stunden satt. Naja, ich hatte versucht, dieses Experiment durchzuspielen. Es gab ja tatsächlich sowas wie eine Kampagne, auch in, also wenn man das betrachten darf, 17 Level oder so, die man durchschaffen konnte. Naja. Je nachdem, wie viel man ab kann. Hallo King Cold. Ich habe das Game original ein einziges Mal gespielt und das war mit dir. Naja, ist doch cool. Wir können es auch nochmal spielen. Spätestens dann, wenn ich streame. Ja, warum nicht? Ja. Hier waren jetzt auf jeden Fall wieder welche. Game stimmt, aber der Rest nicht. Was soll das heißen? Also der Titel ist noch nicht geändert, oder wie? Hä? Ja, du bleibst ganz ruhig. Zur Not mache ich das. Ganz ruhig. Aber ich habe doch alles reingeschrieben. Warte mal. Vielleicht muss er einmal die Streamseite, also der das geschrieben hat, einmal die Streamseite aktualisieren. 5 drücken oder halt aus dem Stream nochmal rausgehen mit dem Handy oder so. Passt alles. Titel passt. Okay, gut. Very good. Sorry, Chris. Sorry, dass ich bei Ada nicht dabei war. Meine Tante hatte Geburtstag gefeiert. Alles gut, Mann. Du hast nicht viel verpasst. Ich habe mich ganz schön zum Nappel gemacht. Hat Septi vorhin geschrieben, ne? Mhm. Ist okay, aber kommt nicht nochmal vor, verstanden? Gibt's denn irgendwas zu fressen? Nimm dein fucking Modjob ernst. Oh Mann. Ich glaube, den Minischlüssel habe ich noch nicht, oder?
den Minibar-Schlüssel. Doch. Wo früher eine Leber war, ist heute eine Minibar. Sehr schön. Wenn das Game zu dunkel ist, einfach Bescheid sagen. Ja. Vielleicht ist es nur bei mir so. Ich schau mal eben auf Twitch in den Stream rein. Vielleicht ist es ja da komplett anders. Worüber guckst du den Stream jetzt gerade sonst? Siehst du? Wie gesagt, ich gucke noch auf meinem Handy. Achso. Vielleicht ist es nur da so pottig. Nee, auch hier. Ich finde, es ist sehr, sehr dunkel. Ohne Scheiße. Okay. Wie seht ihr das? Ich kann es auch ein bisschen heller machen, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst es sagen, ne? Es geht, Bitch. Sepp, oh. Schreibt, am Wochenende wird sich flüssig ernährt. Auf jeden Fall. In der Tat. Ja, in der Tat. Boah, die sieht maximal tot aus. Mhm. What's going on here? Vor allem, warum haben die da so eine XY, die sieht ein bisschen aus wie Rose, warum haben die gefoltert und ihr so eine Scheiße ins Gesicht gemalt und dann da hängen lassen? Na, einfach so. Ja, bitte etwas heller, ich finde es dunkel, ja, ist schon ziemlich düster. Achso, ich könnte ja auch einfach das Spiel selbst ein bisschen heller machen, ne? Ja, ja. Das geht Anzeige. Ganz cool. Das ist halt das Beknackte an Resi 4 Remake, dass du die Taschenlampe nicht immer rausholen kannst, wenn du Bock drauf hast. Das, was bei Village zum Beispiel voll klar geht, das geht hier einfach nicht. Das ist keine normale Durchschnittsdunkelheit hier. Ich glaube, das kann man gar nicht machen. Fortgeschrittene Dunkelheit. Hier ist nur VR-Option, Anzeige, aber Anzeige ist keine Helligkeit. Oha. Es macht jetzt nichts. Ich kann das Spiel auch über OBS heller machen für euch, aber schon strange. Toll, und toll, super toll. Was geht denn hier ab? Das ist Zombie-Dance. Mhm. I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Thriller. Thriller. So, warte mal. Wo haben wir denn hier? Filter. Video. Filteru. Farbkorrektur. Helligkeit. Hellig. Helixkeit. Oh. Ja, bleib doch hier! Ja, was soll das denn? Oh, bleib doch hier! Ich glaube, sag mal, ob das so besser ist. Lass mich hier nicht alleine, der Tropfsteine! Sehen wir, wenn du wieder normales Gameplay betreibst. Aber es ist schon heller geworden. Man hat es gesehen, so, dass da aus Schwarz wurde ein helles, freundliches Grau. Nahezu weiß. Ein einladendes Atrazit. Alter. Was ist denn hier los? Ich finde das scheiß Loch nicht. So, keine Ahnung. Boah, das scheiß Loch nicht. Das scheiß Loch. So einer bist du also. Hier ist Scheißpulver. Du bist ein alter Grieche. Grieche. Ein Grieche. Griechischer Wein. Oh, servus. Ey, dich kenne ich doch aus dem Intro. Was geht ab? Stimmt. Ich bin so froh, dass du nicht Ashley bist. Und ich bin so froh, dass sie dir den Kopf nicht abgehackt haben. Das sah nämlich im ersten Moment so aus, als ob sie das vorhätten. Ja. Also, die haben nur angehackt so. Vielleicht ist das nur in der Grotesque-Version dann zu sehen. Ja, oder nicht mal dann, weil es ja wieder japanisch ist. Da muss schon noch eine richtige Uncut kommen. Haben Sie ja ich Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Ein kleiner Schlüssel. Ist hier nicht irgendwo, hängt hier nicht so eine Laterne? Was war das? Das siehst du eigentlich immer auf der Karte. Barkas hat einen Sub an die liebe Steffi herausgegeben. Barkas, Ehrenmann, Dankeschön. Stufe 1, aber er hat damit insgesamt 212 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Ganz schön wenig. Barkas so. Ist ja für seinen Geiz überaus bekannt. Auf jeden Fall. Nein, vielen, vielen Dank dafür, lieber Barkas. Gott segne dich, falls es diesen Typen wirklich gibt. Es gibt. Weil willst du wissen, dass es ein Typ ist? Es heißt der liebe Gott. Eindeutig männlich. Ich glaube, für den lieben Gott gibt es einfach kein adäquates Pronomen. Ja doch, dann hätte man ja liebe Göttin gesagt. Ja, das wäre dann ja wieder weiblich.
Gott kann mich mal sowas von am Fuß lecken. Also wenn du jetzt plötzlich einen Herzinfarkt kriegen solltest, wissen wir, woran es liegt. Weil der Gott an seinem Fuß nuckelt? Ja. Es geht, Bitches! Junge, wenn ihr sowas sagt, das Barkas geizig ist, droppt er gleich wieder 100. Nee. 100. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Dafür ist der Barkas einfach nicht bekannt. Nee. Macht doch immer so keine halben Sachen, so haut gleich 200 raus. Es war ja auch das immer so witzig, so haut dann eine 50er Dono raus. Und ich so, oh danke, Mann, übelst geil und so. Wollte gerade aufgehen, komm noch mal 150 hinterher, einfach so. Doch, warum nicht, dich, ne? Du fragst dich so, ja, gut, danke. Wie sagt man so schön, wer hat, der kann. Ja. Barkas ist halt so ein Silicon Valley neureicher Wichser anscheinend. Silicon Valley. Und gleich kommt Diabo, Alter. Wie behandeln die Typen mich denn? Die Typen. Ey. Esto final! Er ist ein Sugar Daddy. Sugar Paddy. Nenn meinen Kuhstall nicht Silicon Valley. Silicon. Was seid ihr für eine Scheiße? Ah, oh, du Nuttensohn. Ich seh nix. Warum fluchst du denn so? Bist du verrückt? Sugar Patty. Sehr geil. Ist dein Messer kaputt, die? Keine Ahnung. Da was weiß er nicht? Oh shit. Hallo. Er hat auch echt gar keinen Bock zu sterben, ne? Nee. Habe ich in den meisten Fällen auch nicht. Echt? Weil das Leben ist zu kurz zum Sterben. Der Spy Mantis möchte von dir den Grönemeyer hören. Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nichts wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Sei mit mir dann Frieden. Wär doch nur geboren. Ich will nicht deine Liebe. Ich will nur dein Wort. Und es ist okay. Alles auf dem Weg. Denn es ist Sonnenzeit. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ich bin beeindruckt. Hast du dir neue Lines rausgesucht, ja? Nee, ich habe jetzt einfach mal drauf geschissen, was andere denken, und einfach mal gemacht. Will er sonst immer hier so eine Top-Performance abliefern? Nee, wenn die Leute schon ihre wertvollen Recoins hier einsetzen. Das war das erste Mal, dass ich dich was hab aus der Strophe von Mensch hab singen hören. Ja. Gern geschehen. Hirn geschehen. Es gibt zwei Dinge, die nach Fisch riechen. Eine Sache davon ist Fisch. Wie tue ich die jetzt wieder weg? Was denn? Die Granate. Na, einfach wieder zur Brust führen. Einfach wieder so da, wo du sie hast, und dann loslassen. Okay. Sehr so, schön. Was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht? Was habe ich denn? Oh, guck mal da. Geh doch mal in dein Inventory, bitte. Ich will mal was kicken. Was kicken? Lass mal einen kicken hier. Lass mich mal was kicken. Du hast zum Beispiel Schießpulver und etliche. Crafte dir doch mal ein bisschen Muni. Ja, entspann dich doch mal. Ja, ich sag ja nur. Du könntest dir jetzt mal Schrot machen zum Beispiel. Du könntest aber Pistolenmuni machen. Ich mache mir erstmal Pistol. Ja. So, MP, nö. Du hast ja gar keine MP, ne? Nö. Das ist richtig. So, noch gar keine, so richtig, so viel Platz dafür. Und, dein Messer, was war mit deinem Messer jetzt nicht richtig? Guck mal, ob du das findest, dein Messer. Da ist er doch. Sehr schön, gut. Okay, ich hab gar nichts. Super. Was haben wir hier? Will eben was futtern. Alles klar, Skydad, gut, Hunger. Lass dir schmecken. Bis später, ihr Lieben. Ja, bis später, auf jeden Fall. Have a great appetite. Great appetite.
Ja, wir müssen eindeutig öfter mal VR machen. Wir hatten das ursprünglich einmal im Monat geplant, jetzt ist es schon alle Wir 2 Monate. haben's aber jetzt wieder jeden Monat geplant. Ja, also der Plan ist es, das haben wir beim letzten Mal so besprochen, dass wir jetzt wirklich versuchen, einmal im Monat, egal ob Pat und ich zusammen oder mit dem lieben Fajoro, dass wir einmal im Monat irgendwas zu dritt streamen. Ob es nun Dead by Daylight ist, über Left 4 Dead haben wir jetzt mal gesprochen. Resi Mercenaries, zwei zocken, einer macht den Chat. Wer Ja. ist Chad? Chat Michael Murray. Chad Michael Murray. Hat unter anderem zum Beispiel bei House of Wax mitgespielt. Haus der Schwachen, oder was? House of Wax. Okay, der hat mich gekriegt. Wie schreibt man Wack nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. WACK. WACK. Ihr seid noch immer WACK, nur eure Mütter sind noch deutlich fetter geworden. Operation Raccoon City im Multistream. Das wäre ziemlich cool. Ich, ohne Scheiß, ich hätte da richtig Bock drauf, ne? Aber ich Ja. habe keine Ahnung, wie man das heutzutage noch online zocken kann. Deadpool eine Idee, wie wir das jetzt noch zum Laufen bringen. Weil die PS3-Server sind down, die Xbox 360-Server müssten down sein. Ich weiß gar nicht, ob das sogar, das glaube ich nicht, dass das Multiplattform hatte. Und auf Steam kann man das Game auch nicht mehr zocken, weil die diese Windows Live-Anbindung weggenommen haben, ne? Also, wenn, also, ey, komm, es gibt für Outbreak gibt es auch irgendwas. Das muss doch dann halt für Raccoon City auch möglich sein. Ja, vor allen Dingen, weil es ja ursprünglich auch ein PC, also auch ein PC-Game ist, Ja, sollte klar. man ja echt dann davon ausgehen, dass das nicht so kompliziert ist, ne? Wenn du ein PS2-Game heutzutage noch zum Laufen kriegst. Ja, also die Frage ist bloß, ob so wie ihr es mit Outbreak gemacht habt, glaube ich. Okay. So, mal gucken. Weil. Ach so, über Emulator dann, oder was? Ja. Operation Raccoon City ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Tatsächlich. Chrissy, hast du das gehört mit dem angeblich neuen Resident Evil Film? Nein. Ich Was habe ist ge das? hab, gestern Nacht noch mal ein bisschen so recherchiert, was so Resi-Zeug angeht. Das Gerücht ist sogar, oder die, ja, das Gerücht ist von letztes Jahr sogar. Es soll ein Film rauskommen, der die Ereignisse von Resi Zero abdeckt. Man weiß noch nicht, ob das ein Prequel zu Welcome. Was ist denn hier los? Zu Welcome to Raccoon City sein soll. Und der Film soll heißen, jetzt halt dich fest, Resident Evil The Umbrella Chronicles. Wie das Spiel. Google das mal. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Die Frage, also das Einzige, was mich quasi dabei interessiert, also ich gehe davon aus, dass es wieder eine Lizenzsache Weißt du, ist, was mehr wert ist als Gold, Silber und weil Diamanten? hier Welcome to Memory. Raccoon Die City ist sind jetzt uns von alle wert. Das 21, ist das, ne? ja, 3 Jahre. 2021. Die 3 Jahre sind rum. Jetzt, wenn sie jetzt anfangen, wenn jetzt das Drehbuch gerade geschrieben wird und die jetzt anfangen, nächstes Jahr zu drehen, dann sind die 5 Jahre rum, bevor die Lizenz verfallen würde. Ja. Deswegen muss ja bald mal wieder ein Film kommen. Mich interessiert Das. eigentlich nur noch, wer Regie führen wird. Ob es Ja. wieder so ein Underdog ist wie Johannes Roberts oder ob da halt auch mal wirklich, Entschuldigung, ein richtig fähiger Mann ans Werk gelassen wird. Ja, vielleicht mal irgendwie ein Regisseur, der auch ein bisschen Reputation hat. Ja, also, dass die da jetzt Ken Nolan oder Ken Fincher ransetzen, ist klar, aber irgendjemand, der schon mal irgendeinen Horrorstreifen abgeliefert hat, Ja, zumindest. aber es wäre mal cool, wenn ihr das machen würden. Wenn Nolan einen Resident Evil Film machen würde? Ja, Mann, Alter. Oh mein Gott, das wäre so scheiße. Das Dann lieber ohne. einen von, warte mal, wie heißt der? Michael Bay. Der Machete und so gemacht hat, Rodriguez. Robert Ja. Rodriguez. Aber Dann das wäre auch cool. so ein völlig übertriebener Splatter, dann. Das Ich wäre dann schon habe witzig. original noch nie einen George A. Romero-Film gesehen. Und Unglaublich. hier mein Kumpel, der Stefan, der ist doch so ein übelster Film-Nerd, ne? Der hat ja auch eine unfassbar riesen Filmsammlung. Und ich habe den gestern gebeten, der soll mir doch mal die ersten 3 Zombie-Filme von ihm ausleihen. Die ersten 3 auch noch. Das war ja noch so, also
Ich weiß gar nicht, war Voodoo Schreckensinsel der Zombies auch von ihm? Das kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, das habe ich gestern gelesen, ja. Am besten hat mir gefallen, Dawn of the Dead hieß der, glaube ich. Da gab es auch so einen Anführer-Zombie mit einer M16 oder so. Leute, schreibt es mal in den Chat, falls ich mich irre. Aber das wäre schon verflucht cool. Also Dawn of the Dead, der hat Spaß gemacht, der Film. Der war einfach cool. Da gab es auch ein Remake von, ne? Ich glaube, das ist das Remake. Der ist von 2004 oder 2005 oder 2003 oder so. Der war echt cool, der Film. Und brutal. Also diese Filme sind halt auch unfassbar brutal. Ich habe das auch schon mal gelesen mit dem Film. Ich hoffe, das stimmt nicht. Na, vor allem die Ereignisse von Zero, Alter. Das muss man dann schon cool machen. Das klingt nach einer sehr schwierigen Aufgabe. Alter, muss ich wirklich meine Hand dafür drehen oder was? Ja. Also das hier macht in VR gar keinen Spaß. Und versuch dich wirklich von Anfang an übelst doll zu konzentrieren und das muss da gleich richtig zu machen. Wenn dich hier einmal verhaspelst, dauert das gefühlt so Dekaden. Und dreh auch mal die anderen zwischendurch. Ah. Ja, Mann. Und jetzt bloß noch den oberen Dreierteil, oder? Ja, ist doch fertig. Was hast du denn? Geil. Du bist das. Geil. Ding. Jetzt hast du die Götze. Den Mario. Shaun of the Dead ist die Verarsche, ja. Paul da w. ist der Kampf gegen den El-Gigant, aber irgendwas habe ich hier. Achso, da ist die Box. Aber ja, ich habe ja jetzt den Schlüssel, dann kann ich die eben holen. Obwohl, ich muss da eh gleich nochmal lang. Angenommen, Paul Anderson würde wirklich den neuen Resident Evil-Film angeboten bekommen, ja? Ja. Ob der aus seiner Scheiße dann gelernt hätte, würde der das anders machen? Oder würde der Kampf-Amazone Jill Valentine dann in Fokus setzen? Und naja, die Frage ist, warum sollte er was anders machen? Weil der Erfolg, also der finanzielle Erfolg, gibt ihm ja recht. Was stören ihn da ein paar rumheulende Fans, die sagen, das hat nichts mehr mit Resi zu tun. Ist ja, für uns stimmt. Natürlich kacke. Aber ganz ehrlich, für Sony... Nee, ist das doch Sony? Ja, klar. Wäre das echt das Smarteste, wenn die sagen, ey, mach nochmal einen Teil hier mit der Miller. Ja. Teil 7. Ja. The final chapter und dann kommt the really final chapter. It's really over now. It's really over the top now. Oder nochmal eine neue Hexalogie. Ja. Oder einfach, nee, noch eine zusätzliche Trilogie dann, genau. Das wäre doch witzig. Apropos Hexer, es gibt ein erstes Bild von Liam Hemsworth als neuer Geralt. Und? Sieht gar nicht mal so kacke aus. Okay, gar nicht mal so kacke. Aber da das jetzt die letzte Staffel wird, interessiert mich das auch nicht mehr so wirklich. Ich hab schon die erste und die zweite geguckt. Wo ist es denn hier? Da. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say. I want it that way. When we are too far. Apart. Can't reach to yes, I know. Okay, gut. Nicht, dass wir hier gleich wieder so ein Schnauze. Ja. Warte, rate einfach. Wer das gemacht hat? Wer Schnauze geschrieben hat. Ich würde jetzt mal ganz spontan Schlotti sagen. Dann rate nochmal. Barkas? Ja. Ja. Und Deadpool hat es versucht, gleich danach auch reinzugeben. Sehr gut, Mann. Entspannt euch mal. Ja. Let's go! Mein erster Tipp wäre auch blind Barkas gewesen. Oh. Wenn Gesichtsklopp nicht da ist, dann muss es Barkas sein. Gesichtsklopp auch schon ewig nicht mehr gelesen, ne? Ja, stimmt. Facebook. Nicht zu verwechseln mit Blitzkrieg Bob. Blitzkrieg Bob! Ja, wow. Ja. Nee, also, wisst ihr noch, war das letztes Jahr oder das Jahr davor sogar? Da hatten wir doch sogar noch die Gerüchte mit Welcome to Rockford Island. Ja. Ja. Oh Gott. Wo
wo Mila Jovovich Alexia spielen sollte. Das ja. war das, also im Vergleich, jetzt ohne Scheiß, ich hätte lieber einen Code Veronica Film als einen Zero Film. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Ich will, von, oh Mann. Von mir aus auch hier diese Grumpy Claire, wie sie auch immer hieß da, die gespielt hat. Kaya Scodelario. Kaya Scodelario, genau. Und von mir aus auch mit Trottel Leon dazu. Oder Robbie Amell als Chris. Arriva esso! Arriva esso! Was zum Essen? Was zum Essen? Übrigens, danke für 30 Zuschauer, ihr Süßen. Ey, was geht denn hier ab, ihr Sickos? Stimmt doch mal. Schreibt mir mal bitte in den Chat, hättet ihr mal Bock auf eine Gaming-Session Raid Raccoon mit Left 4 Dead? Boah, in dem bitte, Game, Alter. Das Chris einmal gespielt hat bisher und ein totaler Kacknoob ist. Aber das seid ihr ja gewohnt, ich bin egal, in was ich zocke, ich bin totaler Kacknoob. Ja, ich wollte gerade sagen, alternativ könnten wir ja Umbrella Corps spielen, aber ja. Dann können wir auch Left 4 Dead spielen. Aber ich glaube, da sind die Server auch noch offen, ne? Aber das wäre wenigstens mal cool, so eine Stunde vorneweg. Ich meine, wir haben es alle auf Steam. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Fiorelle auch hat. Ach, bestimmt. Und wenn nicht, ganz ehrlich, das kostet auch nichts mehr. Ja, eben. 9 Euro oder was weiß ich, ein paar zerklemmte. Und Barker spendiert uns das. Weil, Barkas, ich muss dir was gestehen. Wir waren tatsächlich nicht für 400 Euro Döner essen. Wir haben auch ein bisschen Geld beiseite gelegt. Hallo! Welcher Schwierigkeitsgrad ist das, fragt... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube normal, nicht. Aber ich konnte mein Menü nicht mehr öffnen. Ja, ich glaube auch, du hast auf normal gestartet. Umbrella Schöne Corp. Scheiße. Hab ich auch, schreibt der Blackhawk. Na, siehste? Ja dann, let's go, der Hase. Jetzt muss ich die ganzen Hurensöhne nochmal machen, oder was? Das kostet 5 Euro aktuell, ja, dann sagen wir es der Fiorelle mal, dass er das kaufen soll. Un forastero! Keine Ahnung. Ach so, man kann das komplette Spiel bei Left 4 Dead durchspielen? Ohne Scheiß, da ich in dem Spiel neu bin, würde ich dann echt sagen, ja, easy oder normal zumindest. Und von den 400 Euro blieben 5 Euro übrig. Ja, genau, es reicht gerade noch so für Umbrella Corps, den Rest haben wir für Kokain und Huren ausgegeben. Also so wie du es doch wolltest. Du hast gesagt, der Kanal soll wachsen. Ja. Kokain macht unglaublich kreativ. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Wir sitzen dann immer so auf Coke, sitzen wir da und machen so und besprechen Streaming-Projekte. Ja. Und pitchen so Ideen und dann, ja Mann, Umbrella Corps. Das feiern die Leute. Wir wissen doch, was unsere Kunis wollen. Na genau. Den Schrott aus der Resi-Welt. Deswegen, nie wieder werdet ihr die Resident Evil 1 bis 3 originalen Games auf diesem Kanal sehen. Weil wir haben sie ja schon gespielt. Will doch keiner mehr sehen, oder? Alte Scheißgrafik, ist doch blöd. Dann lieber Umbrella Corps. Wenn dann höchstens noch so Challenge-Runs oder so. Das war albern. Ja, der Paddy achtet auf seine Gesundheit. Er frisst schön... große weiße Eier. Riesiges Gift. Sind für meinen Geschmack jetzt ein bisschen unbehaart, aber kann man sich ja nicht aussuchen. Nee. Septi will ein Stay Even More Hydrated von uns sehen. Kommt gleich, ich muss mir erst noch was zu saufen ordern. Und mir fällt gerade ein, ich muss dafür auch ganz kurz ans Gefrierfach. Ich bin in einer Minute wieder da. Okay? Eine Minute. Ja, kein Stress. Oh. Bis gleich. So, Kuni, solange müsst ihr mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber. Das kriegen wir hin.
Oh, du Nuttensohn. Ach, Leute. Wie schaut's denn hier mal aus mit Muni? Habe ich überhaupt noch was? Ja. No! Was denn, no? Habe ich was verpasst? Hm? Irgendwie kam mir gerade ein No! Deswegen habe ich mich gefragt, ob ich irgendwas verpasst habe. Ja, das stimmt. 4K-Grafik und 60 Frames. Alles andere ist Retro für Rentner. Genau der Tod. Da fällt mir gerade ein, wo wir gerade Backstreet Boys gesungen haben, ne? Ja. Mark Terenzi war ja letztes Jahr bei uns hier in Forst auf den Rosengarten-Festtagen, ist der aufgetreten mit so einer Boyband zusammen. Ja. Und da haben die alle Backstreet Boys Songs auf Deutsch übersetzt und haben die da gesungen. Deswegen bei I Want It That Way, da haben die irgendwie gesungen in der Hook. Ich mach es lieber so. Das war so dolle Scheiße einfach. Ist halt auch irgendwie echt so fremdscharmmäßig, ja, ne? Ja. Also, mein Gott. Es ist auch so zum Beispiel hier kein Disrespect gegen Giovanni Zarella. Der hat auch eine nice Olle. Aber. Dafür muss man ihm Respekt zollen. Wie hat er das gemacht? Er ist Künstler. Die machen das so. Er ist Künstler. Ja, aber der singt ja auch irgendwie alle Lieder von früher, so alte Klassiker, irgendwie mittlerweile auf Deutsch. Wo ich mir mal denke so, ey, du sagst doch, dass du irgendwie ein Artist bist. Kommst du dir nicht selber blöd dabei vor? Anscheinend nicht. Mann, ey. Nix gegen Künstler. Ja, Ganlöf. Übrigens, hallo Ganlöf. Schön, dass du da bist. Und ich kenne nur Crack Street Boys. Glaube ich dir. Ja, genau. Es geht nie ab. Gibt's denn noch was zu fressen? Heute wird sich flüssig ernährt. Boah, ich habe hier so ein eiskaltes Bier aus dem Gefrierfach geholt. Das ist so schön gerade. Das hat so eine richtige Eisschicht drauf. Und deswegen, ach so, Steve Mordred, ich kann mir jetzt nicht die kalte Jauche wenden. Wo soll denn? Paddy macht auch sein Steve Mordred, lassen erstmal. Ah ne, wir haben es ja mal so gemacht, wenn einer gerade die VR-Brille drauf hatte, hat der andere die Steve Morse für den mitgemacht, ne? Ja, ist das so? Oder du holst die nach, wenn du dann dran bist. Wir müssen uns das nur merken. Ich bin aber ehrlich, da kann ich mir gerade keine Gedanken drüber machen. Ist richtig, verstehe ich. Achte schön auf deine Gesundheit und fick die auseinander. Was geht, Ganlöf? Schön, dass du mit deinem Streamer-Namen-Account drin bist. Hallöchen, lieber Michi! Mein kleiner Sexprinz, was geht? So. Ich kann mir vorstellen, wie zärtlich Michi im Bett ist. Ich glaube, der macht beides. Nee, der macht keinen Sportficken. Doch, ich glaube schon. Nee. Doch, Mann. Ich zärtlich? Ja. Ich kann mir nichts anderes bei dir vorstellen. Du machst so Kuschelsex, 100 Pro. Full Hardcore, Alter. Nein. Bei deiner man auch mal. Man nennt ihn nicht umsonst. Man nennt ihn nicht umsonst Pumpgunlief. Pumpgunlief. Außerdem, Michi, so wie du manchmal schnaufst, man, deine Raucherlunge, du bist nach 2 Minuten völlig außer Atem. Aber, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber du schnaufst auch wie so ein Elch auf Ecstasy, Alter. Ja, Mann, natürlich. Okay, wie könnte man das beschreiben? Und Blutdruck und schiefe Nasenscheide, weil natürlich klinge ich so. Er hat Scheide gesagt. Scheide. Also, da ist so ein Bäumchen. 6 geht. Oben, unten. Eins sieht aus wie der Joker-Smiley. Und eins sieht aus wie eine kleine Welt. Ja. Ich nenne das, ich weiß nicht warum, aber ich nenne das immer die 2 Klingen. 2 Klingen? Ja. Ja. So. Für mich sieht es aus wie so eine halbe Erdkugel, so. Fehlen bloß ein paar Verbindungsstücke. Und dann noch die Joker-Fresse. Das Bäumchen. Da. War das nicht richtig? So viel falsch gemacht. Ach da.
Nee, das ganz unten, das wo die beiden Teile voneinander getrennt sind, genau. Ich das. Hab doch schon, entspann dir doch mal. Ja, ich gucke auf Twitch zu, du überträgst mir. Ich gucke auf Twitch zu, da bin ich ein bisschen langsamer. Was willst du von mir? Halt dein Schnauzen jetzt hier. Ihr habt ja Vorstellungen von mir, ey. Das ist das, worüber wir den ganzen Tag nachdenken. Der Moment, kommt, wo ich die Fresse haue. Diesmal schlag ich die Fresse auf, hat dich verlassen, du. Also über neuen Content denken wir auf jeden Fall nicht nach. Nee. Wir fragen uns, wie ist der Michi im Bett? Hat er viele Haare an den Eiern oder wenig? Arriba esso. Bam! Riva esso. Osso mes. Mann, ich hab die ganze Zeit diese scheiß weißen Linien hier bei mir vor den Augen. Das geht mir richtig aufs Schwein. Na und bei mir wird nachher im Stream wieder diese komische andere Kacke sein, dieses komprimierte Bild. Ja, aber das beeinträchtigt dich ja nicht beim Zocken. Nee, beim Zocken nicht, aber es sieht halt scheiße aus. Im Hör doch mal auf rumzuheulen. Ich heule gar nicht mal. Was ist denn los mit dir? Was hast du für eine passiv-aggressive Art heute? Just! Du Schwein. Wieso passiv? Ich gehe doch ganz offen damit um. Stimmt auch wieder. Hallo Dan Jocks. Hallöchen. So, die Knarre kann man nochmal reloaden. Genauso wie die, auch wenn da nicht viel geht. Ich habe mir übrigens auch mal die neuen Bushido-Tracks angehört. Und? Ganz schön scheiße, oder? Na, Herrschaft, sage ich mal so, ist jetzt nicht der schlimmste Track, den er je veröffentlicht hat. Sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der ganz gut nach vorne geht. Und aber seht euch mal das an! Ich finde Bushido mein einfach, Schwanz kann sogar super versteckt kaum spielen. Noch ernst nehmen. Kaum seht ihr ihn? Den schon kann ist man er weg. Nicht kaum noch ernst nehmen, den kann man nicht ernst nehmen. Das Ding ist halt so eine Amazon-Serie über seinen Scheiß da veröffentlichen und. Ach, weiß ich nicht. Der macht halt auch nur auf dicke Hose, wenn Leute da stehen, ne? Das ist. Ah. Fuck off Bushido. Weil jetzt kommt gleich Bushido raidet dich mit 250 Zuschauern. Streamt der? Nee, ne? Ja klar. Echt? Ja was sicher. Welcher Rapper streamt denn heute nicht? Streamen doch alle mittlerweile. Warte mal, ich guck mal, ob Bushido einen Kanal hat. Hat der. Und was streamt der? Einfach über Rap-Zeug. Oh. Und er sitzt dann da und labert. Ja. Bushido. Der hat ja übelst wenig Follower. Echt? Ist das so? Das ist auch der echte. Also der hat 192.000 Follower. Ja gut, mit so einem Channel wie Radio Raccoon wird der jetzt nicht mithalten können, aber... Nö, na, vor allem nicht mit der Community. Ja. Der wird Zuschauer haben, aber nicht so eine geilen Leute wie wir hier. Bushido, Pussido. Ich hätte nie gedacht, dass in Berlin so eine Muschi wohnt. Er ist gut, der Junge GmbH Potsdamer Platz 10 in Berlin. Mhm. Donation. Bei dem kann man was spenden. Wozu, Alter? Was willst du einem Millionär? Was willst du einem scheiß Millionär spenden? Ein Millionär, Alter, das ist auch ein geiles Wort. Millionär. Das wäre ein geiler Rappername. Millionär? Ja. Alter, Karriere ist geworden. Oder der Millionär. Millionär. Ja, ich werde mal nicht abonnieren. Warum nicht? Lass mal. Bruder, sei doch nicht so. Muss einfach nicht sein. 32 Leute gucken gerade zu, Alter. Geil. Ne, mach ich nicht, scheiß Wichser, Alter. Mach ich nicht. Wichser. Ich hab Bock drauf, Wichser. Ah, fuck, ich hab vorhin irgendwo einen blauen Zettel verpasst, fällt mir gerade ein. Guck doch mal ganz kurz auf deine Aufträge im Inventar. Weil ich kann dir ungefähr sagen, was es hier alles für Aufträge gibt. Hast du den Riesenfisch schon gefangen? Bestimmt nicht. Nee, weil ich keinen Platz hatte. Mhm. Aber da war noch eins. Ich glaube in der Hütte, wo die Leiche lag. Das Mädel. Aber gehe ich den ganzen Weg jetzt wieder zurück? Du musst dem... Hast du dem schon die drei Schlangen verkauft? Der wollte drei Viper und das Golden Ei kannst du ihm eins verkaufen, das ist auch ein Auftrag. Und der erfüllt, also wenn du das dann machst, dann nimmt er den Auftrag auch als erledigt entgegen. Also okay. Irgendwo beim See gibt es auf jeden Fall ein goldenes Ei.
Also die drei Vipern habe ich anscheinend schon. Ja, mhm. Yeah, das goldene Ei habe ich hier. Ich kann sie verkaufen, das ist ein Auftrag. Da steht doch immer so ganz viel Symbol daneben. Also jetzt siehst du, dann kommt er dir gleich mit Eiersuppe. Perfekt. Ich wollte jetzt nämlich nur genug hier von den Steinen haben, dass ich mir den gelben hier kaufen kann. Jo. Das Zielvisier hast du, das Laservisier. Nö. Nur nicht, nö. Ist ja, das ist so blöd. Jede Knarre hat ein Zielvisier. Weißt du, was ich auf der Metaquest-Version von Resi 4 Original die Tage rausgekriegt hat? Ah. Habe? Also, du kannst erstmal einstellen, dass du jede Attacke nochmal. Immer wenn die uns zutritt, zum Beispiel, das kannst du aus der Ego-Perspektive einstellen oder halt, dass du das Bild kurz siehst. Kannst du hier, glaube ich, auch machen, oder? Ja, du kannst das alles so entweder aus Ego-Perspektive behalten oder halt kurz die Third-Person-Sicht haben. Und du kannst das Zielvisier ausstellen. Dann musst du wirklich mit den VR-Waffen, mit Kimme und Korn arbeiten. Ist doch hier aber auch. Ist doch hier auch. Ja, ich wusste nicht, dass es auf der MetaQuest 2-Version auch geht. Nur ich hab das bei mir aktiviert, weil ich sonst nicht klarkomme. Ach so. Und du hast weißes Fadenkreuz, weißes Zielvisier anscheinend, ne? Nee, das hier, weiß ich nicht, warum das weiß ist. Beim normalen Schießen ist es bei mir rot. Ja, aber da kannst du die Farbe vom Zielvisier auch noch einstellen. Okay. Bolzen. Ich würde die Koffererweiterung holen, immer. Aber hier Blendgranatenrezeptur wäre auch schon sexy für 6000. Ja, wenn du. Na, müsstest du ja Bildes leisten können, hast du ja genug Platten. Ja. A decent size. Alle streamen. Ja. Oh, weiß ich nicht, soll ich die TMP nehmen? Ich finde die ehrlich gesagt nicht so geil hier. Stranger. Oder? Mach einfach, Diggi. Mach so, wie du denkst. Ich wollte mich hier Backseat Gaming mäßig ausklinken. Barkas, schönen Abend und schönes Wochenende. Ich klink mich aus. Alles klar, Barkas, hau rein. Ciao, ciao. Weißt du, ich frag dich nach einem Tipp und du sprichst hier von ausklinken. Ja, danke für gar nichts. Nee, ich mach das nicht mehr. Du musst hier auch, das dir mal alleine reinziehen, so, die Scheiße. Weil vorhin habe ich auch was gesagt und dann hast du gesagt, halt mal das Maul jetzt oder so. Jetzt sei doch nicht so eine Pussy. Halt mal das Maul jetzt. Also erstmal ist der Barkas gerade abgesprungen und Schlotti ist dafür wieder da. Sehr auffällig. Ganlief. Weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal streame. Hab gestern den PC neu aufgesetzt. Von daher muss ich alles neu einrichten. OBS, den Bot, etc. Hab keine einzige Szene mehr, aber keine Ahnung, wann ich wieder am Schlüssel bin. Nimm dir die Zeit, Gani. Alles zu seiner Zeit, aber es wäre wirklich schön, wenn du wieder da wärst. Und wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Genau. Du bist ja öfter mal Underground, daran haben wir uns jetzt schon gewöhnt. Es gibt dann immer so eine Riesenportion Ganlief, wo er fast wieder jeden Tag am Start ist. Und dann hast du eine ganz lange Abstinenzzeit. Der Michi fängt erst wieder an zu streamen, wenn die Kohle weg ist. Ja, stimmt. Ich muss mal eben wieder eine Mille machen. Ja, dann streame ich mal wieder eine Woche. Naja, wenn die Frauen dann zu Hause kommen, wie, du hast bloß 100 heute. Ja, tut mir leid. Ich muss mal wieder streamen. Und komplett neu aufgesetzt. Ja, so wie Fiorelli und ich auch letztes Mal. Mhm. Richtig räudig, ey. Kann ich keinem empfehlen, macht keinen Spaß. Hallo Frau Pups. Wenn ich dran denken würde, jetzt mit dir nochmal so eine Session zu machen. Warte mal eben kurz. Was? Ich bin nicht da. Achso, Frau Pups ist nicht da. Was hast du gesagt, Chris? Wenn ich jetzt dran denken würde, dass wir nochmal so eine komplette Session machen, wo wir OBS einrichten. Boah, ich stink. Null Bocko. Ja, aber das, also. Ich meine, ich hatte ja wenigstens Stick. Aber das war ja schon nervig, da überhaupt drin, also da irgendwie durchzusehen. Ja, aber dafür haben wir uns ja jetzt auf TeamViewer installiert, ne? Ja, ist ja richtig. So, ich muss austreten, ich will eine bieten, ich bleib im Chat, ihr könnt mit mir schreiben. Paddy zockt hier eine Runde, mein Stuhl ist kurz leer. Okay, was hast du gesagt, Frau Pups? Nee. Bis gleich. Bis gleich, Chrissy. Ey, ist verabschiedet. Brauchst du die jetzt sofort?
Dann, wenn der Chris gleich wieder da ist, würde ich eben kurz eine Raucherpause machen, dann suche ich, ja? So, wir haben den zweiten Kopf. Und ich glaube, dann kommt doch jetzt als nächstes gleich auch schon der Elgigante, ne? Dann haben wir jetzt den Schlüssel. Wir wollen zurück zur Kirsche. Zur Kirsche. Kunis, wenn ihr was ganz, ganz, ganz Wichtiges habt, oh, dann einfach ein TTS in den Chat hauen. Going in. Okay, Bro. Alright. Ja, gut. Gut, dass wir dafür jetzt den TTS verschwendet haben, der erst wieder in 5 Minuten aktiviert werden kann. Wisst ihr was, wenn der Chris jetzt eh mal kurz eine Rochen ist, dann fahre ich nochmal ganz fix zurück und guck nochmal nach dem Zettel in diesem Dörfskin. Ist natürlich nur die Frage, wo ist das Scheißdorf? Es ist so. Ach, guck mal hier, warte mal. Hier ist doch irgendwo der Fisch, ne? Voila. Ist er da? Ist immer richtig turbo, ey. Hallo. Upp. Perfekt. Vielleicht ist das ja auch der Auftrag. Er ist doch schon kaputt. Das ist es nicht. Das sind die Eier. Das müsste dann da vorne sein, ne? Mann, das ist auch so geil, dass die, dass diese Controller hier die adaptiven Trigger haben. Das fühlt sich so geil an. War das denn jetzt der dicke Fisch? Riesenbarsch, ja. Gehen wir von aus. Wohlreitisen. Ich wollte schon sagen, hier sind doch jetzt nicht schon wieder Gegner, oder? Das wäre ja ein bisschen lächerhaft. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Kann natürlich auch sein, dass mein sehr schlechtes Gedächtnis mich gerade täuscht. Oder habe ich den wirklich vorhin... Da ist er doch! Ha! Mal her da, den Lachs. Okay, es ist die Mission mit dem Riesenfisch. Dann können wir den nämlich eben kurz verticken. Boah, ich muss gleich mal einen Schluck Holy trinken. Ich habe eine ganz trockene Kehle. Ich glaube, das ist jetzt direkt geradeaus hier, ne? Da kommen wir gleich auch noch hin. Es wäre auch geil, wenn das Boot hier so ein Lenkrad hätte, dass man so fahren könnte. Das wäre auch geil. Haben wir denn jetzt hier alles? Da ist, haben wir auch alles, ne? Genau, da waren wir letztes Mal. Perfekt. Ja, dann haben wir es. Dann geht's jetzt auf zum Elgigante. Vielleicht kann ich ja vorher auch noch mal eben kurz ein bisschen was tunen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so viel an den Waffen rumgetunt. So. Verkaufen. Der Riesenbarsch. Boah, 4 Spinellis. Stranger, Stranger. 13.000, Alter. Wie viel hat die denn hier? 1,4. Die hat dann 1,8. Machen wir. Machen wir auch. Das wäre so cool, wenn man auch die Original-Audios hier auswählen könnte. 70.000. Die Pumpe. Wäre natürlich auch geil, ne? Hm.
Mal reparieren. Try that on for size. Try that on for size. We're starting to get an idea of your taste. Magazingröße. Magazingröße oder Angriffskraft? Ich mache aber Magazingröße. Alright. Ist das ein britischer Akzent, den der hat? Das hört sich so britisch an. Er redet zwischendurch immer so, als hätte er eine Socke im Mund, obwohl das klang jetzt eher amerikanisch. Let's go! Haben wir alles? Rohstoffe. Den Schlüssel haben wir jetzt auch endlich. Wo ist denn hier mein Tisch? Da. Alter, wo bin ich denn hier? Back again. Denn ich bin back wie englische Rückenschläge. Ich bin eigentlich zu einem Sie Ihren Rucksack mit. Herr Pups, das würde meine Probleme lösen. Mit, das würde meine Probleme lösen. Sagt Frau Pups? Ja. Ja, klar. Ja, klar. Chrissy, kannst du mal eben kurz 2 Minuten den Alleinunterhalter machen? Aber logen, Herr Kogen. Okay, ich würde nämlich gleich auch gerne eben kurz meine Cam ausmachen und eine rochen. Dicky, übrigens, ich finde wirklich, dass der Händler australisch klingt. Australisch? Ja, könnte Australien sein. Also wirklich jetzt, ich habe nicht eine Sekunde gedacht, der wäre Brite oder so, der Typ, der den spricht. Okay, ja, kann sein. So klingen Australier. So klingen Australier. So klingen die. Oh, sag mal. Ich stehe an der Theke, nenn mich den Undertaker. War das hier sagt? Ich stehe an der Theke, nenn mich den Undertaker. So, ich bin mal eben kurz 2 Minuten, 3 Minuten weg, dann kann ich auch eben eine rauchen und ich komme sofort wieder, ja? In der Tat. Oh, ich habe jetzt gerade die Softbox angemacht, es ist so hell. MC Chrissy ist wieder am Start. Geht ab, Leute. Erzählt mir mal was, Alter. Fragt mich ruhig wegen dem neuen Album, Alter. Erzähle ich euch alles. Mr. Cool. Gier. Ach ja. Wann Album? In ein paar Tagen, Wochen. Ich weiß nicht, wann mein Bro und ich das hinkriegen. Oi! Da wollen wir den Rest von Marvin Frank auf Spotify veröffentlichen. Also wir haben jetzt erstmal die Arkley EP auf Spotify hochgeladen zum Beispiel. Und 2 Singles, die wir 2021 aufgenommen haben. Dann kommt noch die Katharsis EP. Und dann noch Chronicles. Das sind unsere Sachen, die wir noch hochladen müssen. Und wann unser Album ja gar nicht läuft, dann musst du dein süßes Schweizer Arschlöchlein hierher bewegen. In mein Studio, Alter. Und dann machen wir mal so ein richtig vercracktes Wochenende, wo wir einfach nur aufnehmen. Chris macht einen auf Albert Wesker. Das kann ich nicht. Isn't this one big family reunion? So slow to catch on. Den DC Douglas kann keiner nachmachen. Übrigens, sehr gute Musik. Danke, 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 danke. Danke, Septi. Ja, komm einfach her. Wir machen so ein richtiges Hardcore-Wochenende dann. Also, ich gehe davon aus, Gani, dass wir kein Album hinkriegen. Wenn wir so ein Wochenende haben und uns treffen, kriegen wir maximal einen Song hin. Ich weiß es einfach. Weil wenn du hier bist, müssen wir jeden Tropfen aufsaugen. Das heißt nicht nur, dass wir eine Kiste alle machen, sondern auch, dass wir wahrscheinlich auch streamen werden zusammen. Dann, also, weiß nicht, wir müssen uns treffen. Also Freitag geht alles drunter und drüber. Samstag müssen wir uns zeitig ins Studio setzen und dann was aufnehmen.
so weit alles aufnehmen, dass wir, dass dann Anna noch die Spuren ein bisschen bearbeiten kann und das dann so ein bisschen abmixen kann und so. Und dann könnte man, und dann könnte man diesen einen Song veröffentlichen. Und dann streamen wir und dann alles so erstmal nebenbei Topmodel reinziehen. Oh man, Schlotti. Das ist böse. Dein Hoden sieht dann aus wie eine ausgelutschte Capri-Sonne. Weil ich so viel Lendengulasch produziere, oder was? Boah. Das ist schlimm. Schlotti, du musst Folgendes tun. Du musst dir so eine richtige Menschenmüllpizza bestellen, währenddessen du Supermodel guckst. Das gibt doch nichts Besseres, als sich vor diesen abgehungerten Fischen da, sich da so ein richtiges Stück Scheiße reinzuziehen. Herrencreme. Also, Gani, das Wort Herrencreme ist somit das Ekelhafteste, was ich je gehört habe. Wirklich. Damit hast du mich schon auf der Halloween-Party letztes Jahr gekriegt. Herrencreme ist so wirklich das Endlevel der Räudigkeit. Obwohl es so, das klingt schon fast ein bisschen eloquent. Herrencreme. Aber es ist einfach nur widerlich. Handwarmer Bananensaft. Ich glaube, ich sehe einen Gani hier. King Kudru. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, du musst das Mic an dein Revers machen. Sehr schön. Mach das. Ein Holly. Ich habe ja auch noch ein Holly stehen. Der Peach Panther, den hatte ich auch mal eine Zeit lang. Der war ganz geil. Aber das hier ist meine Sorte, Mann. Also über die Scheiße hier geht gar nichts. Diese Citrus Calamansi Cobra. Citrus Cobra heißt es einfach nur. Was zum Geier ist Calamansi? Das klingt wie ein Pokémon. Ist auch irgendwas. Ist auch irgendwie eine Zitronenpflanze. Okay. Glaube ich. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Was kostet eigentlich so ein Potholi? Ich glaube fast 50 Euro, ne? 44,90 oder so. Ein so ein Pot? Alter. Ja, aber da kriegst du halt auch 50 Getränke raus oder noch mehr. Ja gut, wenn du das dann wieder umrechnest, was du da für Energy in Dosen bezahlen würdest. Ganz genau. Und halt zuckerfrei und also nahezu zuckerfrei. Und halt, also es ist kein Koffein und kein Taurin drin, also es ist schon echt in Ordnung. Koffein auch nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich lese mal die Inhaltsstoffe hinten. Aspartan. Grünteeextrakt. Grüner Tee, ja. Gut, ja, doch, natürliches Koffein, weil grüner Tee. Okay. Enthält Koffein. 60 Milligramm pro Portion. So. Zitrusfrucht Calamansi. Ja. Also das hier habe ich mir schon ein paar Mal bestellt. Das ist richtig geil. Aber ich stehe auch völlig, also ich fahre auch völlig auf die Eistees von denen ab. Hier habe ich noch Blackberry Black Tea. Der ist auch extrem geil. Also das ist ein übelst geiler Eistee. Ich habe mir, glaube ich, 6 so eine Pakete bestellt. Ja, für mich wäre halt das Energy sinnvoller wegen dem Koffein, ne? Ja, aber die Eistees von denen schmecken auch gut und die sind auch zuckerfrei, also ist cool. Nee, ich meine, dass das ein bisschen wach macht in der Birne. Ja, klar. Aber auch so einfach mal, weißt du, wenn du irgendwann von Wasser die Schnauze voll hast und so, einfach mal auch was anderes saufen willst zwischendurch, dann ist so ein Eistee halt auch ganz geil. Und wenn du dir einen Eistee im Laden kaufst, ist da halt
tonnenweise Zucker drin. Ja. Jetzt machen wir schon Werbung für Holy, obwohl wir gar nicht mehr mit denen zu tun haben. Ja, ehrlich, ey. Ja, das kann aber nicht wahr sein. So eine Frechheit. Leute, trink Cola. Ja, sauft. Und was ist mit Bier? Bier ist sehr schmackhaft, Fjorell. Bier ist sehr nahrhaft und ersetzt und eigentlich auch eine komplette Mahlzeit. Und sehr gesund auch. Ja, es hält, also ich habe gestern wieder Bier getrunken bei der Probe. Ich fand's gut. Und ich dachte mir so, das hat so gut geschmeckt, dass ich mir heute beim Stream auch noch eins reinziehe. Gut. Ich glaube, wenn wir nachher switchen und du zockst, dann werde ich mir auch ein Mischbier gönnen. Ein Radler. Nee, nicht Radler. V plus Ober Energy. Berry. V plus Berry. Also, mit so einem Quatsch kann ich. Achso, das hört er mich nicht. Warte. Mezzo-Mix. Augustina Helles. Ich habe nur gehört, mit so einem Quatsch kann ich nichts anfangen. Nee, mit so einem Quatsch kann ich wirklich nichts anfangen. Also, ich trinke mal einen Radler oder auch mal zur Not ein normales Mixery. Da saufe ich mal ein, zwei Pullen von. Aber dann ist es wieder gut. Zur Not. Hört sich gar nicht alkymäßig an. Nee, aber ich meine bloß, wenn mir einer sowas anbietet. Ich bin irgendwo beim Grillen oder so. Und dann sagt einer, ja, ich habe Radler. Ich würde normales Bier immer bevorzugen. Das schmeckt mir einfach besser. Ja. Aber oh, okay. Ja, es klingt alchemäßig und ich brauche da jetzt auch hier keinen, brauche mich da jetzt auch nicht mehr zu verstecken, ne? Ihr kennt mich jetzt alle. So, kann ich hier ein paar Steinchen einsetzen? Ja, mache das, du. Gibt's noch kannst du da wirklich? Heute wird mich flüssig ernähren! Achso, ja, da warte ich ja nochmal, bis ich wieder einen gelben hab. So. Oh, Käse-Mayonnaise. Nee, nicht Just Legends. Holy Energy, Deadpool. Holy Energy. Ist aber soweit ähnliches. Ja. Oder Loot gibt's ja auch noch. Shit. Loot tut gut. Oh. Gloria las Plagas. Der Gigante-Fight, ne? Mhm. Der sieht hier richtig krass aus, finde ich. Also der gefällt mir im Remake auch besser vom Design, ja. Selbstverständlich. Ja, der sieht halt nicht so aus wie die Trolle aus Herr der Ringe. Ja, der sieht ja halt richtig aus wie so eine scheiß Mistgeburt einfach. Ja. Richtiger Unruhm. Und dann so ein One-Liner von Leon. Verdammt, du bist groß, Junge. Den Riesen besiegen. Maximale Erfolge wünsche ich dir. Wie mache ich das denn jetzt hier? Da Sniper drauf ballern oder hingehen und schnetzeln. Ja, Mann. Oh, fuck off. Ich glaube, ich habe keine Muni mehr. Denn er hat jetzt keine Muni. Verdammt, ich habe keine Muni. Au! Zang, zang, zang. Gani, machst du deine Tunnels, deine Plugs größer oder? Du hattest doch relativ kleine. Jo. Auf welche Größe dehnst du gerade? Dein Rektum? Deine Ohren? 10 und 8 mm. Okay. Mhm. Und jetzt von auf 12 und dann auf 16. Oh. Aber jemand richtige Tunnels. Oder willst du so eine Kreolen reinhängen dann? So eine fetten. Oh! Wow! Oh, fuck off, Mann! Das war ein Schmuck. Christmas Balls. Fang sie. Töte sie, Punkt, fang sie. Töte sie, Punkt, fang sie. Töte sie, Punkt, fang sie. Töte sie.
Bitte sie, Mami. Bitte sie, Mami. Sie ist nicht am Leben, Mami. Du machst mit der Shotgun immer den One-Handed, ne? Ja. Ich fick dich auseinander. Das wird gut, Leute. Oh, shit. Eolen habe ich keinen. Nicht mal Fienchen fällt mir gerade auf. Ich dachte, Fienchen wäre Geschichte. Der alter Ego. Fienchen ist Geschichte, warum? Ich dachte immer, dass Fienchen nicht mehr so gesehen nur noch als Twitch-Account existiert. Ja. Sind Gurken ein Deckwort für Lümmel? Ich glaub nicht, hier gibt's keine Deckwörter. Wo ist... Warte mal. Wo, bin ich jetzt bescheuert? Wo kann ich denn meine Dings hier hin tun? Meine Blendgranate? Wie kann ich die ausrüsten? Wenn nicht. Hä? Drück mal auf das Inventarmenü. Drück nochmal drauf, ja. Auf das Inventarmenü. Ja, warte mal. Wie viel hat der eigentlich? Ich weiß nicht, auf normal beim ersten durch. So, warte mal. Da unten steht doch Karte und sowas, ne? Geh mal runter. Und da muss doch irgendwo sein. Ja, angelegte Ausrüstung überprüfen. Genau. Ja, aber wie kann ich mir jetzt da die drauflegen? Interessant. Keine Ahnung, Alter. Hä? Wieso geht denn das hier nicht? Das ist immer so komisch, wenn man das nicht selber spielt, ne? Normalerweise. Ja. Das ist komisch. Normalerweise wüsste man das sofort. Scheiße. Kann dir gerade nicht helfen. Keine Ahnung. Alles gut. Na, hast du noch geschafft. Da. Den Hund gibt's hier auch, ja. Und hat der Hund dir jetzt gerade geholfen? Nee. Aber ich habe dem Hund geholfen, deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Der wäre auch noch gekommen. Ja, aber wann? Keine Ahnung. Bist du sicher, dass du den Hund gerettet hast? Als ob ich den Hund nicht rette, also bitte. Zur Hölle, es geht. Es dreht sich nicht immer nur um Sex. So, okay. Ach, ich glaube, hier ist die normale und hier ist die Blendgranate. Echt? Ja, die ist direkt hier am Gelenk. Zieh sie mal. Übrigens. Zieh sie mal bitte beide ab. Ja. Okay. Ja, aber du hast jetzt auch gar keine normalen Granaten mehr, oder? Nö. Naja, der rüstet dann immer automatisch die nächste Granate daran aus. Keine Ahnung, ist auch egal. Lolz ist auch wieder am Start. Ja! Yeah. Füße sie dir mit ein bisschen Spucke ein. Ey, Leute, ganz ehrlich. Was denn? Ach, die reden nur über Sex hier. Ja, was soll man sich mit Spucke einführen? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann auch schon vergessen, worum es hier überhaupt noch geht. Irgendwann resigniert man, oder? Genau. Ist nicht verkehrt, wenn er kommt, ist das eher ein Nachteil für dich. Oh, okay. Geobert, Ticker! Au. Ja. Also wenn ich der L-Gigante wäre, wäre ich auch pissig, wenn ich den ganzen Tag in dem Ding hier hocken müsste. Ja, und bloß irgendwelche Kuhkadaver reingeschmissen kriege. Ja, ist doch kein Leben. Irgendwie muss ja Lolz auch so groß gewesen sein. Bei dem war das bestimmt ähnlich. Bei dem muss er auch irgendwie so groß geworden sein durch Kadaver. Die Schwalli schmeißt im Ohr einfach immer so Kuhkadaver hin.
Ja. Die netten Menschen im Tierpark haben ihm bestimmt auch immer Nüsse in seinen Käfig geworfen. Ja. Aber wie wird man dann so hübsch? Dann sieht man eigentlich auch aus wie ein Neandertaler, aber was... Naja, also das liegt einfach daran, der hockt die ganze Zeit in seinem Käfig und ist deswegen halt so unverbraucht, weißt du? Der hat ja noch nichts erlebt in dem Sinne. Ah ja, verstehe. Das gibt eine Nackenkelle, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Verstehe. Komm her, du Pups, ich leg dich direkt. Ich leg dir direkt Handfesseln an und mach dich alle. Das. Ich bin. Nee. Nee. Wer hat das gesagt? Das hat Schlotti zu Lolz gesagt. Handschellen. Oh Gott. Achso, ich wollte auf die Karte gucken. Ja. Ich hab das mal in so einem Film gesehen, Junge. Das ist ein Vampir. Das ist ein Vampir. Stimmt, Leute. Wir fahren ja noch. Habe ich denn da an der Nase? Was ist denn das? Puppe. Kann kein Puppe sein. Das sieht ja komisch aus. Le Pelle de la Peau. Wie die Franzosen sagen. Meinst du, glaubt doch nicht, das muss Bartschatten sein hier, irgend kein Popel. Bartschatten. Bartschatten. Schadbutton. Ja, Lolz, wenn wir uns das nächste Mal sehen, so um die Halloween-Zeit herum, wenn, ich meine, da werden wir uns ja trotzdem bei Pat treffen. Und dann fahren wir erstmal, wo fahren wir hin, Lolzi? Ja. Nach Maßgant hier. Ich wollte noch das böse F-Wort der sagen, aber ich mach's nicht. Wir wollten doch dieses Jahr nach Maßkantchen fahren, wenn wir uns in, bei Pat in Gladbeck getroffen haben. Weil das ist von Gladbeck aus nur noch 2,5 Stunden Autofahrt. Oder 2 Stunden sogar. Fruchtjoghurt, genau, ich wollte Fruchtjoghurt sagen. Maßkantchen Fruchtjoghurt. Hässlicher Hammel. Mhm. Weißt du, was auch komisch ist? Ich hab ja letztens auf dem iPhone Resi 4 weitergezockt. Voilà. Und da kam, wenn du von da oben runter hüpfst, kommt ja eigentlich dieser Kuhmann, ne? Ja. Der kam bei mir einfach nicht. Okay. Was? Das ist der Kuhkopf, Mann. Hast du auf Easy gezockt? Nee. Das ist der Kuhkopfmann, der singt den Kuhkopf-Song und der geht ba ba da ba ba da. Leute, ich will gar nicht wissen, wie Schultenbräu wirklich schmeckt, Alter. Schultenbräu. Aber lass mal eine Stiege davon mitnehmen, dann. Ja, natürlich, aber wir machen dann ein Foto vor der Pommesbude und allem drum und dran. Falls es die da wirklich gibt. Da 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 da. Da 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 da. Es fing an mit 13 Naturbegleitcreme. Das sieht so geil aus, ne? Analyse mit der Lupe aufs und Zoom. Analyse. Ich würde es jetzt am liebsten rappen, aber es. Danke, Pat, jetzt muss ich den hören. Na dann, gib ihn dir. Gönn dir. Soll ich noch What I've Done von Linkin Park singen? Dann bist du gleich 5 Minuten weg. What I've Done. Als ich das Lied, ich weiß noch ganz genau, das lief irgendwie bei MTV abends, ne? Mhm. Ich hab so das, dann, also das Video lief, ich guck so und denk, Alter, bin ich bescheuert, das ist doch Linkin Park. Das ist ja das Video, wo die dann auch in der Wüste stehen und ja, ja, singen, ne? Und dann kommen immer diese Einspieler von Krieg und so. Ich denke, ich bin doch nicht bescheuert, das ist doch Linkin Park, aber warum klingen die so anders? Klang schon anders. Voll. Aber, also das war ja dann das dritte Album, ne? Ja, Minutes to Midnight. Midnight, genau. Und das war schon noch, der Sound ist ein bisschen mehr alternative geworden, so. Ja, und auch organischer, ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, nichts, also trotzdem, Minutes to Midnight kann mit den ersten beiden Alben nicht mithalten.
Das ist wohl klar, oder? Ich finde schon, ehrlich gesagt. Also ich finde, das einzige Album, was für mich so ein bisschen rausgestochen hat, was nicht ganz so stark war, nur vereinzelte Songs, das war echt das letzte Album. One More Light. Das war auch sehr soft. Mhm. Boah, geil, Alter. Geil, wieder. Da, boah, also, das ist richtig geil. Das macht Spaß im Feuer, ne? Ja, das ist nice. Vor allem, weil der Controller auch so geil vibriert. So, jetzt muss ich mal kurz kicken hier. Oh, es gibt einen Punkt, wo man das super gut sehen kann. Das ist nämlich die Spitze vom Kopf. Du bist bei mir mal übelst abgehackt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das an mir liegt, aber wenn ich hier laut mache, dann höre ich dich immer vollständig im Stream. Aber du kommst mir immer so abgehackt drüber. Okay. Am besten nicht für Stream nebenbei. Aber ja, ich weiß, es gibt einen so einen Punkt, da kann man sich super dran orientieren. Ja, hier der Kopf. Mhm. Und schon hast du es. Ja, fast. Jetzt. Jawohl. What I've done. Und du spreizt deine für meine Cam. Zeig ja, genau. Die, lass dich gehen. Teilen macht Spaß. You in there? You in there? Lolz, ja, ich lese hier, wow, I'm radioactive. Ich weiß nicht, was du ganz konkret von mir möchtest. Du möchtest wirklich, dass ich dich verkloppe, wenn ich dich am 22. sehe. Ne? Du willst, dass ich Schwabbelhüfte zu dir komme und dich Riesendachlatte einfach aus der Map rausbauen, so, oder? Chris? Ja? Ich ruf dich mal eben an, ja? Warum machst du denn das? 0177 677 3659. Chris? Hm? Hi. Alles gut bei dir? Geht's dir gut? Chris? Alles in Ordnung? Ja, ja. Was machst du gerade? Ich sitze an meinem PC und mache eigentlich nichts großartig Spannendes. Okay. Und du? Ja. Ich mache eben kurz auf Lautsprecher, warte. Hm? Ja, ich auch. Ich zock gerade eine Runde Resident Evil 4 Remake in VR. Richtig geil, Alter. Kennst du das? Hast du schon mal gespielt? Ich check den Witz nicht. Ja, habe ich schon mal gespielt. Wieso? Ja, wie findest du das? Nett. Wieso? Weil ich dich nach deiner Meinung fragen will. Wenn du nicht sprechen willst, dann sag doch einfach. Nee, ich will nicht sprechen. Okay, ja, dafür ist mir mein Prepaid-Guthaben auch echt ein bisschen zu schade jetzt hier. Mhm. Okay, ja gut, ich leg halt auf. Ich melde mich, Wichser. Alles klar. So, da können wir noch nicht hoch. Ich freue mich schon darauf, jetzt Ashley in VR zu sehen. Ashley. Ashley. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Listen up, baby, cause this is it. Ich hab den Witz übrigens immer noch nicht verstanden. Was war das gerade? Ja, guck dir einfach nochmal das VOD an. Dann verstehst du es vielleicht. Du könntest es mir auch einfach sagen. Ich hab gerade das Handy aus dem Spiel genommen und so getan, als hätte ich telefoniert. Ja, ich hab wirklich nur auf Discord geguckt jetzt. Ja. Das ist ja witzig. Die Schäflein entkommen. Guck, ob da Nudes von Ashley drauf sind. Okay. Das wäre geil, wenn du, wenn es da einen Trick geben würde, dass du in VR das Handy entsperren kannst. Wer ist Handy? Gloria las plagas, Gloria las plagas. No. Hab ich jetzt gespeichert? Ja, sie hat eine Hose an, das ist traurig, ne? Sie hat eine Hose an. Komm doch rüber, Mann, und setz dich zu mir hin. Weil ich eine Hose an hab.
Ja, das passt nicht. Nee. Weil ich eine Buchse trage, weil ich eine Buchse trage. Hm, auch gut. Ich glaube, ich werde auch mal ein normales Game mit der VR-Brille spielen, so im Kinomodus. Das ist schon chillig. Ja, aber das... Ach, naja. Das ist echt so, als würdest du in so einem großen Kinosaal sitzen. Ich habe auf meiner Meta-Quest schon mal Jurassic Park auf der Brille geguckt, einfach. Und? Geht auch, das war cool. Geht auch. Geht hoch, klar. Allein schon geil, dass man sich Netflix drauf installieren kann. Ja. Aber leider kein Disney Plus, weil ich wollte unbedingt Star Wars so gucken. Bitter. So, ich muss gleich auf Arbeit. Viel Spaß noch. Und Chris, unser 1 gegen 1 schreibe ich mir in den Kalender. Mach das, du Huren. Ich hoffe, du wirst von deinem scheiß Gabelstapler aufgespießt. Wie der scheiß Fernseher bei New Kids. There's no way out. Ach geil. Nee, viel Spaß, Lolzi. Pass auf dich auf, du Rindsnacken. Und, tschüss, Lolzi. Ruhige Schicht gleich. Bis zum nächsten Mal, mein Prinz. Jo. So, und jetzt Wissel will Ramos ballern. Wissel will Ramos ballern. Ach so. Verstehe ich nicht, was heißt das? Will Ramos ist der Sänger von Lorna Shore, einer der besten Metal, Death Metal, Grindcore, Deathcore-Sänger der aller Zeiten, der je gelebt hat. Ich weiß noch, als wir Lorna Shore auf der Halloween-Party angemacht hast, hast du gesagt, können wir jetzt bitte Musik hören? Und das hab ich das mich, gesagt? Ja, das hat mich dazu gebracht, dich zu hassen. Tja, macht nix. Nee. Das war auch übrigens witzig, wo wir mit, wo Lolz und du bei mir waren, ne? Da war es so, dass ich hatte eine Stunde oder so meine Mucke an, da war für jeden was dabei, immer schöner Mix und so. Und dann ging es los, dass mich alle, jede Minute jemand gefragt hat, mach mal den Song an, mach mal das an, mach mal das an, die ganze Zeit. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, nein, lass mich doch einfach mal in Frieden. Und dann hast du plötzlich zu mir gesagt, wisst ihr was, Chris, hier läuft seit 3 Stunden deine Mucke. Kannst du scheiß Musik-Nazi jetzt bitte mal das und das Lied anmachen? Wo ich mir dachte, alter Pat, was hast du die letzten 3 Stunden gemacht? Alter, ohne Witz, mir kam es aber so vor, als wäre wirklich nur deine Musik am Laufen gewesen. Weil ich habe nur gehört. Ich spieß mit meinem Ding, deine ranzige Arsch dreht dir in deinen. Gelöscht von Schlotti, alles klar. Wer hat das denn geschrieben? Na Lolz, ich spieß mit meinem Zinken deine. Ich spieß dich mit meinem Zinken auf. Okay, das ist eine Morddrohung. Du ranzige Arsch. F. Ich trete dir dein Anusritzen. Das kann ich nicht ganz. Staubvorhang. Okay. My life is brilliant. My life is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. Jetzt müsste einfach nur noch Snoop Dogg von der Seite kommen und James Blunt aufrauchen. Smoke weed every day. Wiggle, wiggle, wiggle. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy. Is she okay? Affirmative. Ach, schade. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Das hatte gerade dezente Serienkiller-Vibes, schreibt James. Was denn? Na, da wahrscheinlich, wo du Ashley gestreichelt hast. Ach so. Mach's gut, Leute, du stinke Scheiße. Hab dich auch lieb. Serienkiller-Vibes. Und übrigens, James Blunt, das hast du auch irgendwie drauf. Also kannst du bald den Grönemeyer und den Hafti wegnehmen und dafür James Blunt reinnehmen. Oh shit. Ja, dann ja, machen wir das doch mal. Mach mir den James Blunt. Das ist ja unglaublich. Arriba ist so! Hab ich jetzt geworfen? Ja. So, ich werde mal ganz langsam, aber ganz langsam meine PS5 anschließen. Ganz, ganz langsam. Mach mir den Blunt. Mach mir einen Blunt. Bau mir mal ein Tütchen und schon fängt an, James Blunt zu singen. Alter!
Gib mir doch mal nicht auf Schwein hier! Au! Ich den HDCP noch deaktivieren. Shit. Oh shit, here we go again. Wie geht's dir so schlecht? Also, geht's dir gut? Ja, ja. Vom Wohlbefinden her? Also, so vom Wohlbefinden her auf jeden Fall, ja. Okay. Und dir? Ja, alles gut. Wie gesagt, ich schließe ganz langsam die Zocke 5 an, richte alles ein, gehe dann nochmal ausgiebig eine Wiesen, bevor es losgeht. Du kannst heute ein bisschen überziehen. Ich glaube, ich bin nämlich auch schon beim Büro und du bist hier noch relativ, ja, du bist ja halt noch im Dorf, ne? Ja. Ja. Village. Resident Evil. Oh, shit. Village. Ich habe keine Muni mehr. Denn ich liebe meine Muni. Geil, Mann. Boah, ich liebe es zu looten, ne? Darf ich sie looten, während sie bluten? Dieses Spiel hat wirklich das perfekte Belohnungssystem, ohne Scheiß. Es ist ja so, du schlachtest einfach ganz viele ab und dann ist so, oh, schön, die ganzen bunten Dinger einsammeln. Was ich hier auch im Vergleich zum Original extrem abfeiere, das Zeug bleibt unendlich lang liegen. Ja. Und im Original verschwindet es nach einer Minute. Das nervt einfach. Ja. So, herstellen kann ich nix. Können aber einmal alles durchlaufen. Einmal alles. Hier habe ich nichts mehr. Vertan sprach der Hahn. Virus. Wie weißt du? Freust du dich gleich drauf, so ein bisschen Feierabend zu haben, bloß noch Chat lesen und sexy sein? Ja. Doch, also sexy sein liegt mir auch. Also es fällt mir auch nicht schwer. Ja, das ist ein Heimspiel für dich. Ja. So, kommen da jetzt noch irgendwelche Nuttensöhne? Nuttensohn. Das ist ungezogen, sowas zu sagen, Paddy. Er hat sich umgezogen? Mhm. Habe ich den schon kalt gemacht? Habe ich den schon cold gemaked? It looks like. Now this looks like a job for me. Now everybody, just follow me, cause we get a little controversy, cause it feels so empty without me. Na 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 na. Kids! Welcome! Right. Ah. I have no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker. Skywalker! So. Freust du dich eigentlich auf die neue Star Wars Serie? Acolyte, sehr. Echt? Sehr, wirklich sehr. Weil das ist endlich mal was, was so losgelöst von den ganzen Fesseln ist und so. Ich freue mich sehr drauf, weil da können sie sich austoben. 100 Jahre vor Episode 1. Ich hoffe, ich wünsche mir so sehr, dass irgendwie auf irgendeine Weise Darth Plagueis gezeigt wird. Der Meister von Darth Sidious. Hätte ich so Bock drauf. Ich sag, es wird trotzdem wieder Fanservice betrieben. Natürlich, hier und da auf jeden Fall. Aber die sind da wirklich mal, die haben die Chance, da was Eigenes zu erzählen, was so anders ist als alles andere zuvor. Ja. Ich verschwinde ganz kurz aus dem Kamerabild. Ich muss mal schnell was bei der PS5 umstellen. Ich muss nämlich noch den HDCP deaktivieren. Deaktivieren wir den HDCP. Deaktiviere du. Sanakas lebt in die Tüte! Ja, meine kleine Rose. So.
Nein. So, so. Okay, dann geht's back to the village. Was haben wir denn hier? Denn ich bin back wie englische Rücken. Ich bin eigentlich zu einem Krüppel. HDMI, HDCP deaktiviert muss der sein, ne? Exacto mundo. Sorry, we need to keep moving. Got it. Yeah. I'm sorry, but we gotta keep moving. So hollow, so hollow. Okay, ich glaube, wir haben alles. Finde ich ein bisschen doof, dass man hier durch die Stühle laufen kann. Das ist ja Stuhl! Da hat mir doch wirklich jemand in die Stiefel geschissen! Hannigan was right about the weather. Was zum Geier war das? Das ist ja Stuhl! Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen! Erzähl ich dir, wenn wir nicht im Stream sind. Okay. Es klang gerade irgendwie, als wärst du vom Dämon besessen. Nee. Apropos vom Dämon besessen, ich habe die Tage The Nun 2 geguckt mit der Jenny. Ach, ich fand den Ast schon blöd. Och, der war aber ganz nett. Also Conjuring 2 war der Höhepunkt von dieser ganzen Valak-Scheiße. Also Valak ist cool, ja. Nicht falsch verstehen. Ich finde diesen Dämon extrem geil. Und extrem bedrohlich auch. Hat der nicht mal auch bei irgendeiner WM mitgemacht? Valak? Michael Valak? Ich habe manchmal das Gefühl, man kann mit dir gar keine ernsten Gespräche mehr führen. Wieso? Na, weil du albern bist. Hast du mal versucht, du ernst zu sein? Ja, egal wie albern du bist, egal wie albern du bist, mein Barbier ist Albaner. Wäre jetzt normalerweise so ein Elliot Edward Witz gewesen. Ich kann nichts sehen, Junge! Wieso geht das nicht? Ja, dein Fahrlehrer war ja ein richtig witziger Kunde, wa? Darf ich schon den Streaming-Titel ändern oder noch nicht? Nein, noch nicht. Mhm, gut. Dann gehe ich jetzt beatzen. Ich bleib im Chat, ihr könnt mich lesen. Ist ja wirklich, du bist ja nur noch am Rauchen. Ja, ich kann gleich 2 Stunden nicht. Und dann wirst du nur am Qualm sein. Das stimmt, das werde ich tun. Ja, ich kenne dich doch. Lolz hat mir ein Foto von seiner behaarten Brust geschickt. Als ob der Typ wirklich immer nur nackt zu Hause rumsitzen würde. Als ob der es nicht macht. Wenn ich so aussehen würde, würde ich das auch machen. Also, ich würde auch für Lolz keine Ausnahme machen. Der ist zwar unglaublich attraktiv, aber am Ende würdest du trotzdem irgendwann an den Punkt kommen, wo du das Schwert schlucken musst. Darauf habe ich halt einfach keinen Bock. Warum musst du das Schwert schlucken? Stimmt. So hübsch wie der Lolz ist, muss der das machen. Ja. Richtig. Wo du recht hast, hast du recht. Also der Move, den du gerade gemacht hast, sah komisch aus. Welcher Move? Naja, als ob du ja die Pelle wetzen würdest. Halt mal am besten die Kontrolle ein Stück. Ja. So? Mhm, genau. So, der R-Gang bei der Fahrschule, das steht für Rakete. Ja, das ist so, als ob du den roten Knopf drückst beim Men in Black Mobil, wa? Der R-Gang beim Automobil steht für Rakete. Hat das der Fahrlehrer als Witz gesagt, oder das was? Das hat der Fahrlehrer Septi als Witz erzählt, ja. Oh. Und er hat sie damit auch gut veräppelt und er hat sie damit auch gekriegt. So klang es jedenfalls gerade. Hätte ich gesagt, H steht für Hurensohn. Herbert. Mhm. So, Arschley. So, wie gesagt, ich bin kurz weg. Bis gleich. Ja, geh mal eine Beatzen. Ene Beatzen oder was? Ene Beatzen oder was? Oder wie oder was? Ja, hab ich mir ja so angewöhnt, ne? Und seitdem sag ich mal, oder was oder was? Oder was oder was, ne? Mach hinne! Bis gleich. Bis gleich. I owe you one. I blow you one. Guck mal hier.
Eleganter Armreif. Wie viele Slots hat der denn? Mal direkt mal einen einsetzen hier. 2! Ja, das passt doch perfekt. Haben wir ja 2 verschiedene. 1, 2. Ah, nee, Achso, doch. Steht mir auch gut, würde ich sagen. Also müsste ich jetzt nicht unbedingt, müsste ich jetzt nicht unbedingt verticken. Oder als Krönchen. Das ist der Infinity Gauntlet. Guck hier. Oh. Toll, jetzt macht das nicht. Und ich bin Pettyman. Okay. Genug rumgescherzt hier. Money. Money ist immer gut. Glaube, da ist jetzt noch eine Olle drin, ne? Ich hätte drauf geschworen, dass da eine drin ist. Okay, scheint nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal hier in die Hütte rein. Manchmal, glaube ich, aktualisieren sich ja hier die Kisten, ne? Dass die nochmal nachkommen. Hier wäre, ja, da wäre eigentlich einer. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, guck mal da. Ihn getroffen. Oh. Jetzt hinter sich. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich ihn eingesammelt habe, aber ich gucke nochmal eben nach dem Spinelli. Safety first und so. Wer labert denn hier noch die ganze Zeit? Ist weg. Jetzt ist der weg. Weg! Und ich bin wieder allein. Also irgendeiner quasselt hier noch. Ui! Guten Tag. Und noch einer, da. Jack Bauer Style. Echt da? Ist nichts mehr? Aber ich glaube. Kann das sein, dass es manchmal so Random-Events gibt? Dass manchmal da Gegner an bestimmten Stellen kommen und manchmal nicht? Ich hatte das zum Beispiel mal gehabt, dass ich durch das Tor da gegangen bin und dann kam mir auf einmal ein Gegner entgegen. Der kam durchs Tor. Kleiner als drei. Na, was geht, du Sexgott? Ich liebe Hallöchen. Deine Eierdorin-Snacken. Ein Wal kann bis zu 100 Liter Samen und die Walin reinpumpen, wenn er ejakulatiert. Kleiner als drei, Liebe. Eiswolukam. Das kann ja eigentlich nicht der Lloyd sein, der hat sich ja gerade verabschiedet. War das jetzt quasi, war das wieder die Septi, die eine Imitation von Lloyds gemacht hat? Oder war das der Chris, der gerade in Rochen ist? Oh, fuck. Alright, Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. Chris! Okay, war das der Hinweis, dass der Chris war, ja? Okay. Oh.
moin. Arriba eso. Ich hab gar nichts gemacht. Oh shit. Ich hab nur eine Bier getrunken. Oh shit. Au! Okay. Kommt da nicht jetzt gleich auch einmal der Ochsenmann? Nee, der Ochsenmann kommt ja tagsüber, ne? Da ist der Ochsenmann. Ah, lass mich in Ruhe. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Hallo. Ja, tut mir jetzt wirklich leid, dass ich die Kuh töten musste. Ja, tut dir überhaupt nicht leid. Aber wenn sich die Kuh mit meiner blöden Kuh anlegt, dann zieht die auf jeden Fall hier den kürzeren. Den shorteren. Den shorteren. So. Tack, 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 tack. Tschuk, 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 tschuk. Was kommt denn jetzt hier gleich nochmal? Ob hier nicht das noch. So, hä? Das sieht so geil aus, ne? Hätte das so gerne als Deko-Element. Oh, cool. Habe ich sie auch mal alle. Irgendwo ist hier noch so ein Harrison? Ah. Weil du ein Hornsohn bist. Gib deine Mutter auf den Strich! Magst du Rap-Musik? Dann sag, yo, fuck, da ist er ja. Yo, fuck, da ist er ja. Ja, ja. Sorry, must have slipped. Boah, ich hab die ganze Zeit diese verfickten weißen Linien hier bei mir. Sag, ciao. Ich richte mal meine Feuer ein. Mhm. Ich bin auch gleich soweit. Ich bin gerade ein bisschen im Modus hier. Ich habe gerade richtig Bock. Alles gut. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich bin im Modus. Ach, jetzt geht's ja in die Hütte, ne? Mhm. Toll. Da weiß ich schon, worauf ich mich nächstes Mal nicht freuen kann. Obwohl die Stelle war gar nicht mal so scheiße. Ja, die war im Original deutlich schwerer, ne? Ja, die war richtig nervig im Original. Obwohl, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht's auch, ne? So ist es nicht. Ja. So, hier ist, glaube ich, eine Schreibmaschine, ne? Ah ne, die ist ja auf der Dingens in der Hütte. Ne, da ist auch eine. Wow. Luftlinie 30 Meter oder was? Verrückt, vollkommen verrückt. Schön. Schön, schön, so. Schön, schön. Boah. Junge, Junge, Junge. Ja, aber schön. Konnten wir doch heute auch mal das neue Mikrofon direkt gut nutzen. Auch super. Jo. Ja. Okay. Sollen wir dann mal eben switchen? Ja, ich mach grad Streaming-Titel und so. Mach mal ganz in Ruhe. Ich könnte das auch für dich machen, Chris. So ist es nicht.
Okay. Ja. Obwohl, nee, mach mal. Jo. Ja. Bin schon fast fertig. Ich habe heute einen leichten Groove gehabt in dem Game. Hat richtig Spaß gemacht. Das macht immer Spaß, die Scheiße. Richtig gut, ey. Mhm. Wann machen wir denn den nächsten? Wir haben ja gesagt, in nicht allzu ferner Zukunft, ne? Ja. Müssen wir heute besprechen, wenn wir aufgehen, dann können wir gleich einen Termin eintragen. Ja. Live aus dem Dorf. Live aus dem Dorf. Toll. Richtig kreativ. Resident Evil Village VR. Village VR. Fertig. Okay. Streaming-Titel wurde aktualisiert. Plop. Plop. Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich mache gerade. Also, wenn du magst, kann ich direkt ausmachen. Dann kannst du direkt anmachen. Ich logge mich bloß über einen guten Server ein. Hier haben wir Warschau in Polen. Ich will bloß noch mal ganz kurz den Server wechseln, weißt du? Mhm. Ey, stimmt, fällt mir gerade auf, wir hatten heute nicht einen Streaming-Abbruch, ne? Cool. Hast du irgendwo Holz in der Nähe? Ja. Dreimal draufklopfen. Aber Tischplatten muss man von unten klopfen. Okay, erledigt. Jo. Gut, dann mach aus, ich mach an. Ich mach aus, du machst an. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Kunis. Bleibt einfach hier, bis gleich.